Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Herringway. Wir spielen Shantae and the Pirate's Curse weiter und wir befinden uns immer noch in den Abwasserkanälen, wo wir was tun? Eigentlich suche ich jetzt nur noch die Reisebroschüre, die in den Abfluss reingefallen sein soll. Das hier sieht irgendwie spannend aus. Das sieht aber auch wieder so aus wie etwas, was ich nicht tun kann. Es sieht so aus, als müsste ich hier schießen oder so, damit ich den Schalter da auf der rechten Seite aktivieren kann. Ansonsten geht die Tür hier nicht auf. Mist. Ob wir hier irgendwo eine total tolle, krasse Fähigkeit noch lernen? Es wäre ja irgendwie zu wünschen. Fleischlutscher habe ich jedenfalls jetzt genug. Verdammt. Ja, und damit sind wir dann eigentlich auch schon durch. Mist. Hier müssen wir wohl später wiederkommen. Würde ich jetzt einfach mal so vermuten wollen. Wir geben jetzt aber erstmal die Fleischlutsche ab, damit wir unserem Freund hier helfen können. Hallo. Hey, Fleischlutscher, hast du welche für mich gefunden? Ja. Super, ja, die sollten funktionieren. Ganz nebenbei, wenn du zum Palast zurückkehrst, kannst du diesen Schlüssel für das königliche Tor für mich zurückgeben? Irgendein Idiot muss ihn verloren haben. Widerlich, er ist voller Bissspuren. Ja, ich habe ihn vor einer Stunde in meinem Mund gefunden. Da, nimm. Du hast den Schlüssel für das königliche Tor erhalten. Yay. Okay, das war vermutlich sogar relevant, weil ich sonst nicht weitergekommen wäre. Instinktiv also mal wieder alles richtig gemacht. Oh, kann es sein? Du hast den Schlüssel für das königliche Tor. Für das Köngliche, naja. Könntest du ihn mir bitte durchreichen? Ja. Du gibst Torschlüssel. Ah, welch Freude. Jetzt kann ich hier aufschließen. Hier aufmachen. Dies hier befestigen. Und? Na also. Der Secondland Palast ist wieder für Besucher geöffnet. Bitte komm mal rein. Dankeschön. Schöner Palast. Ja, sehe ich direkt auf den ersten Blick. Willkommen im Secondland Palast. Aha. Ich habe gehört, dass die Sultana verreist ist. Ich mache mir immer Sorgen, wenn sie so weit weg vom Palast ist. Kann ich die Kerzenleuchter... Ich kann sie tatsächlich ausmachen. Ich kann sie zerstören. Okay, das ist jetzt sehr Castlevania-like. Jetzt wäre es noch schön, wenn ich mich mit meinen Haaren an dem komischen Kronleuchter befestigen könnte, um hin und her zu schwingen. Das hätte dann auch irgendwie was von Castlevania. Was ist das für ein Geruch? Oha, das ist nicht meine Rüstung. Was meint er nur? Ich müffel ja wohl kaum. Die königliche Bibliothek? Durch diese Tür und durch die Halle. Okay. Danke. Ich hoffe, ihr habt nichts dagegen, dass ich eure Kronleuchter kaputt gemacht habe. Ah. Ein Besucher. Lass mich dich betrachten. Dieser Bibliotheksausweis kann meine alten Augen nicht betrügen. Du bist früher oft hergekommen. Die Tochter des Schatzjägers, richtig? Ja, also er ist mein Onkel. Und was ist das? Eine gerichtliche Vorladung? Du gibst Vorladung. Warum? Hier steht, dass... Schere, Laubsäge, Ziegenmaul. Was? Die wollen dieses lange, schöne Haar abschneiden? Das ist nicht okay. Ich könnte ja einfach... diese Papiere verlegen, bis die Sultana zurückkehrt. Oh, das ist aber nett. Ich würde dir jetzt gerne zuzwinkern, aber leider funktionieren meine Augenlider nicht mehr. Bitte nimm dir, wofür du hier bist. Vielen lieben Dank. Das ist aber wirklich ein netter Opa. Also, das ist echt reizend. Dankeschön. Der hohle Globus enthält ein Geheimnis. Du hast die Karte der verbotenen Inseln erhalten. Im Globus. Okay, danke. Lass dich nicht unterkriegen, junge Dame. Du hast überall Freunde. Viel Glück. Das ist wirklich super reizend. Durchs Fenster kann ich nicht abhauen. Jo, dann können wir jetzt wieder zurückgehen zu Risky Boots. Und dann scheinbar unsere Mission starten. Die da lautet, das unaussprechlich Böse irgendwie daran zu hindern, wieder zu erwachen. Was in den meisten Fällen eigentlich eher schief geht. Wenn man auf so eine Reise geht, dann bedeutet es eigentlich eher meistens, dass man dann dafür verantwortlich ist, dass das unsagbar Böse auch tatsächlich erwacht. Wenn man einfach zu Hause geblieben wäre, dann würde nichts passieren. Oder wäre nichts passiert. Ich bin vor diesen Kindern geflohen. Jetzt
Jetzt kauen sie mir nur das Ohr ab. Schwierig, einen Unterschied zu sehen. Naja, viel Spaß noch mit den kleinen Zombie-Kindern. Way. Du, ich würde furchtbar gerne mehr Dinge lernen, damit ich mich ein bisschen cooler hier durch die Gegend manövrieren kann. Zumindest momentan scheine ich aber hier nichts lernen zu können. Deswegen, wir bleiben jetzt so, wie wir sind und wir kehren nach Scuttletown zurück. In der Hoffnung, dass die Leutchen, in der Hoffnung, dass wir dort dann unsere Reise fortsetzen können. So sollte zumindest der ganz normale nächste Werdegang sein. Okay. Hallo Speicheropa. Tschüss Speicheropa. Ich ignoriere ihn jetzt einfach mal für 2 Sekunden. Er wird schon darüber hinwegkommen. Achso, ja, wir können zur Tintenschmiedherz, zur Frau, wir können zur Schmiedin zurückkehren. Denn mittlerweile müssten wir dann ja eigentlich 4. Müssen wir haben, oder? 4 Tintenherzen. Ich könnte jetzt einfach ins Inventar gucken, aber dafür muss ich wieder runterschauen zum Gamepad. Das finde ich echt so ein bisschen unglücklich. Ich verstehe, warum Entwickler das machen. Das Gamepad irgendwie auf die Art und Weise einbinden. Aber das hat mir im Endeffekt noch nie geschmeckt. Es gibt nur ganz wenige Spiele. Eigentlich gibt es gar kein Spiel, wo das tatsächlich schön ist. Wenn man wenigstens immer die Wahl hätte, ob man sich dann nicht doch irgendwie auf den Bildschirm legen kann oder nicht. Oder, ja. Also, wisst ihr, was ich meine? Weil, na gut, was wäre denn der nächste... Der logische Schritt... Ja. Ich kann jetzt nicht mal im Pausebildschirm auf das Inventar gucken. Ich kann nur im laufenden Betrieb auf den Pausebildschirm gucken. Auf den Inventarbildschirm gucken. Aber da muss ich halt runterschauen zum Gamepad. Und dann sehe ich ja nicht mehr, was auf dem TV passiert. Das heißt, ich kann das eigentlich nur in absolut sicheren Umgebungen halt nutzen. Dass ich dann mal runterschaue. Ich meine, ich kann schon im Vorfeld mir den ein oder anderen Gegenstand markieren. Sodass ich dann nur noch L und R drücken muss, um es zu aktivieren. Aber ja, so hundertprozentig ist es auch nicht das Wahre. Weiß nicht. Bin ein bisschen unglücklich, was das angeht. Wollen wir gleich nochmal hochgehen zu unserer... Wer ist das überhaupt? Wer ist die Vogelfrau? Ist sie unsere Schwester? Oder ist sie... Müssten wir sie... Wir kennen sie ja scheinbar irgendwoher. Wir haben auch schon die ein oder andere Schlacht mit ihr offenkundig geschlagen. Ich will kurz zu ihr hin. Einfach nur sagen, dass mit dem Bibliotheksausweis alles geklappt hat. Schon zurück? Das ging schnell. Ich habe, was ich brauche, danke. Du gibst Bibliotheksausweis. Schau, ich weiß, dass du die gesamte Schuld für die Sache mit dem Ammo-Baron bekommen hast. Daher habe ich ein paar meiner Kriegsvögel verkauft, um dir wieder auf die Beine zu helfen. Wow, Sky, das ist dein gesamtes Nestei. Du findest 100 Geld. Ja, die finde ich. 100 Geld. Habe ich gefunden. Gefindet. Oder so. Tintenschmied, Herz, Frau. Hallo. Scuttletown, Tintenschmied zu deinen Diensten. Ich nehme niedliche kleine Tintenherzen und schmelze sie ein. Bereit? Ja. Los geht's. Flup. Wow. Bitteschön, deine Max-Herzen sind um 1 gestiegen. Also, deine maximalen Herzen. Yay, wir haben jetzt 3 Herzchen. Irgendwie ist es brutal und es tut mir total leid für die süßen kleinen Tintenherzen, aber soll's. Und, was hat so lange gedauert? Ich habe dies in der Bibliothek gefunden. Eine Karte der verbotenen Inseln, genau wie du gesagt hast. Oho, der Tunichgut taugt ja doch ein bisschen was. Du gibst verbotene Karte. Also, wirst du mir helfen? Nur wenn du zustimmst, genau das zu tun, was ich sage, wenn ich es sage. Der Pirate Master ist mein Gegner, nicht deiner. Und wenn es vorbei ist, gehen wir wieder getrennte Wege. Ich kann nicht glauben, dass ich das sage, aber wir haben einen Deal. Lass uns diesen Typen zusammen besiegen und Sacrinland retten. Warte kurz. Wie kann ich mir sicher sein, dass du nicht plötzlich abhaust? Würde ich dich belügen?
Begrüße den dampfgetriebenen Ozean Tinkertub Mark II. Mark II? Was ist mit dem ersten passiert? Du bist ihm passiert. Steig ein, bevor ich meine Meinung ändere. Dupdi-dup. Aha. Spuckinsel. Scuttletown. Ah, hier sieht man sogar 4 von 6 Tintenherzen. Ja gut, wo die anderen beiden sind, die haben wir schon gesehen. Aber es gibt hier noch 3 von den ollen, Fledermaus-Dingstars. Okay, zu diesen ganzen Inseln können wir noch nicht hin. Ja, dann geht's halt jetzt weiter auf der Spuckinsel. Abenteuer auf der Spuckinsel. Wenn das mal nicht wundervoll klingt. Das ist sie, die Spuckinsel. Wenn wir keine andere Karte finden, ist dies das Ende unseres Abenteuers. Ich bin für alles bereit. Wo hast du diese Klamotten her? Unter Bord. Da gibt's alle möglichen Sachen zum Anziehen. Ach so, stimmt. Sie hat jetzt so Piratentuch und, okay, und die Weste ist, glaube ich, auch neu, oder? Ich glaube. Die meisten Stücke waren mir allerdings etwas zu weit. Bleib von meinen persönlichen Sachen weg. Donnerwetter, ich war noch nie so weit vom Festland entfernt. Es ist schön hier. Lass dich nicht täuschen. Der Pirate Master bezieht seine Macht von diesem Ort. Auf dieser Insel ist eine Stätte des Bösen versteckt. Du wirst sie finden. Was ist mit dir? Kommst du nicht mit? Dieses Mal nicht. Aber wenn wir zusammenarbeiten... Ich sagte nein und ich meine es auch. Ich habe meine Gründe. Oh, ich verstehe. Du hast Angst. Wie kannst du es wagen? Ich werde dich ausnehmen wie eine Makrele. Oh Mann, du musst noch lernen, mit Humor umzugehen. Und zieh dieses alberne Kostüm aus. Ach, du verstehst wirklich keinen Spaß. Nee, die Weste haben wir schon vorher getragen. Okay, es ging dann wirklich nur um das Kopftuch, oder? Red to go. Okay, das scheint wohl irgendwie ihr Spruch zu sein oder so, wenn sie das jetzt auch tatsächlich so als Sprachausgabe sagt. Was passiert, wenn ich hier runterspringe? Es passiert gar nichts, ich kann nicht runter. Okay. Deine Aufgabe ist es, die Stätte des Bösen auf dieser Insel zu finden. Natürlich können wir immer zum Festland zurückkehren, wenn es nötig ist. So, wofür entscheidest du dich? Bist du... Nein. Okay, komm dann zurück, sobald du bereit bist. Ja, ist doch klar. Wir verbünden uns mit unserer ehemaligen Erzfeindin. Im Endeffekt dürfen wir trotzdem alles selber machen. Der einzige Vorteil, den wir haben, ist die Tatsache, dass wir ein Schiff besitzen. Naja, gut. Ist dann halt so. Hallo, Spuckinsel. Wundervolle Spuckinsel mit... 4 Schläge halten die Frösche aus. Oh, was seid ihr denn? Euch kann man in jedem Fall nicht besiegen. Deswegen Spuckinsel. Der olle Frosch. Was hat er da ausgespuckt? Das war eine seltsame Blase und da war irgendwas drin. Irgendwelche Fischüberreste oder so. Das sah widerlich aus. Was zum Geier? Oh, eine... Ja, eine Nixe. Die einfach mal... Okay, hier brauchen wir auch irgendwas. Da oben rechts ist wieder ein Schalter. Das ist genau dasselbe Tor wie... Hoppsala. In der Kanalisation. Moment. Ich möchte die Nixe bitte zu Klump hauen. Kann nur nicht so schwer sein. So, dann machen wir nämlich so. Und hier geht es schon mal nicht weiter. Na gut. Dann ist es halt so. Ist das jetzt schon sowas ähnliches wie ein Dungeon quasi, in dem wir uns hier befinden? Oder kommt das noch? Oder... Ich weiß es nicht genau. Auch was den Umfang des Spiels angeht. Ich stehe da natürlich so ein bisschen... Ja, auf dem Schlauch. Weil ich es einfach nicht kenne. Ab hier kann man auch sagen, ist es so ziemlich blind, weil weiter hatten wir... Au, was zum Geier. Weiter hatten wir damals meines Wissens nach nicht gespielt. Will ich hier weitergehen oder will ich hier nicht weitergehen? Das sieht so verdächtig aus. Ich frage mich, was diese Statue hier sein soll. Bla. Ist hierfür. Ich frage mich, was diese Statue ist hierfür. Da soll man bestimmt irgendwas einsetzen, könnte ich mir vorstellen. Oder? Oh, Speicheroper. Möchtest du eine Aufzeichnung deiner Reise speichern? Ja, das möchte ich tatsächlich. Okay, ist ja im Endeffekt auch Timing. Dann können wir nämlich hier dann wieder eine Pause machen. Und dann setzen wir unsere Reise auf der Spuckinsel beim nächsten Mal genau hier fort.
Ich sag für den Moment dann aber erstmal wieder tschö mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald.